Oktober 1942. Die Deutschen sind auf ihrem Feldzug gegen Russland bis Stalingrad vorgerückt. Die Stadt an der Wolga wird belagert, ist aber noch immer nicht gefallen. Die deutschen Soldaten lauschen ihrem Führer im Radio. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Fällt Stalingrad, so fällt auch Russland. So denkt Hitler. Nach 2 Jahren Vormarsch ist die Front im Osten nun zum Stillstand gekommen. Im Norden haben die Deutschen Leningrad zwar umstellt, doch selbst nach 700 Tagen Belagerung leisten die Sowjets immer noch Widerstand. Nachdem die Deutschen vor Moskau gescheitert sind, wollen sie nun verlorenen Boden wettmachen. Aber sie scheitern auch im Süden bei dem Versuch, die Ölfelder bei Baku zu erobern. Und in Stalingrad halten die Russen ebenfalls stand. Auch wenn Hitlers Propaganda es anders darstellt, überqueren nach wie vor sowjetische Boote die Wolga und sorgen für Nachschub und Verstärkung. Jeden Tag gehen tausende junger Männer, teilweise ohne Waffen oder militärische Ausbildung, an Bord dieser Schiffe. Denn wer sich weigert, weil er vor den deutschen Granaten zurückschreckt, wird von den russischen Politkommissaren schonungslos hingerichtet. Mit Flammenwerfern rücken die Soldaten der Wehrmacht weiter vor. Stalingrad ist eine einzige Flammenhölle. General Schuko ist der Mann, der auf russischer Seite Moskau gerettet hat. Und auch für Stalingrad hat er einen Plan. Er wird die Soldaten, die in der besetzten Stadt Widerstand leisten, bis zum bitteren Ende kämpfen lassen, um die Kräfte von General Paulus an den Stadtgrenzen von Stalingrad zu binden. Am anderen Ufer der Wolga stellt Schukow derweil im Geheimen eine ganze Armee zusammen. Jedermann muss einen Eid auf Stalin ablegen. Die Sowjetunion liegt in Schutt und Asche. Ein Viertel des Staatsgebietes ist annektiert. Dennoch geben die Russen nicht auf. Sie tun alles, um ihre Armee mit Nachschub und Ausrüstung zu versorgen. Ganze Fabriken wurden an die Grenze zu Asien verlegt und sind 24 Stunden am Tag in Betrieb. Dieser Kraftakt kostet zahlreiche Menschenleben. Es ist der Winter des Jahres 1942. Viele Frauen arbeiten in ungeheizten Werkstätten ohne Dach. Sie sind unterkühlt und ausgehungert. Tausende von Arbeiterinnen werden krank oder sterben vor Erschöpfung. Doch die industrielle Produktion des Landes steigert sich in dieser Zeit um das Zehnfache. Auch die Vereinigten Staaten unterstützen Russland nun mit aller Kraft. Um russische Schiffe auf ihrem Weg zum Hafen vor den deutschen U-Booten im Nordatlantik zu schützen, stellen die Alliierten einen Teil ihrer Flotte als Konvoi zur Verfügung. Antikommunismus war gestern. Heute ist Josef Stalin für die Amerikaner Uncle Joe und für die Briten der Good Old Joe. Die Russen werden mit Jeeps, Panzern, Flugzeugen und Lastern versorgt. Und mit Corned Beef. Die russischen Soldaten scherzen, wir eröffnen die zweite Front, wenn sie die Dosen öffnen. Nicht nur Stalin, auch seine Soldaten erwarten jedoch mehr von den Alliierten als die Versorgung mit Lebensmitteln und Ausrüstung. Warum bauen sie keine zweite Front gegen die Deutschen auf? Warum landen die Alliierten nicht im Westen?
Selbst in Ägypten werden die Briten von den Deutschen bedrängt. Rommel, den Hitler für seine Erfolge in der Wüste gerade erst zum Feldmarschall befördert hat, und seine Panzerarmee, das Afrika-Korps, kommen dem Suezkanal gefährlich nahe. Als Rommel El Alamein erreicht, steht das britische Empire auf der Kippe. Der britische Premierminister Winston Churchill reist in die Wüste, um seiner Armee Mut zu machen. Die Lage ist ernst, aber Churchill bewahrt sich seinen Sinn für Humor. Er sagt, das Geheimnis guter Gesundheit ist zu trinken, zu rauchen und vor allem keinen Sport zu treiben. Dabei erholt er sich gerade von seinem ersten Herzinfarkt. Der Premierminister trifft sich mit General Montgomery, der das Kommando gerade erst übernommen hat. Montgomery war nicht Churchills erste Wahl und das beunruhigt viele der Soldaten in der Wüste. Die Einheiten bestehen aus Briten, Australiern, Neuseeländern, Südafrikanern und freien französischen Streitkräften. Unmittelbar nach seiner Ankunft ordnet General Montgomery, der Sohn eines Geistlichen, strenge Disziplin und die strikte Einhaltung von Regeln an. Einer seiner Offiziere, Captain Belgium, erinnert sich. Uns hat sehr überrascht, dass er klein und dünn war. Er war nicht braun gebrannt wie der Rest von uns. Er hat bei der Gelegenheit ein paar Worte gesprochen. Dass wir bei El Alamein kämpfen und da entweder lebend oder tot herauskommen. Und er hat sich ein Bild von Rommel in sein Zelt gehängt. Montgomery war das genaue Gegenteil von Erwin Rommel. Er ist vorsichtig. Er wartet ab, bis seine Armee sowohl personell als auch bei der Ausrüstung den Deutschen überlegen ist. Zum Beispiel durch die neuen amerikanischen Sherman-Panzer, die schnell und wendig sind. Der Weg durch die Minenfelder muss für die Panzer jedoch erst noch freigeräumt werden. Schließlich startet Montgomery seine Offensive im Stil des Ersten Weltkriegs. Erst Artilleriefeuer, dann massive Panzerangriffe. Doch die 8-8er-Kanonen der Deutschen sorgen für enorme Verluste. Rommels Soldaten schlagen erbarmungslos zurück. Der Kampf wird zu einem Gefecht der Bajonette. Mann gegen Mann, mit schweren Verlusten auf beiden Seiten. Bei dieser Kriegstaktik gewinnt der, der die meisten Männer aufbieten kann. Rommel zieht sich schließlich zurück. Er rettet seine eigenen Männer, indem er seinen Verbündeten das Benzin stiehlt. Die Italiener können nun nicht mehr flüchten und werden von den Briten gefangen genommen. In seinem Hauptquartier, der Wolfsschanze, spielt Hitler Rommels Rückzug herunter. Das ist bloß ein Rückschlag. Der Krieg wird weitergehen. ...2000 Kilometer weit entfernt vor Stalingrad genießen die Deutschen eine kurze Ruhephase an der Front, bevor der Kampf gegen die Russen weitergeht. Die Flanken der deutschen Armee werden von den Hilfstruppen aus Rumänien, Ungarn und Italien gesichert. Die Soldaten sind völlig ahnungslos, welche Gefahr auf sie in den nächsten Tagen wartet. Denn nur wenige Kilometer entfernt bereiten sich die sowjetischen Truppen auf einen Angriff vor. Über 1 Million Mann stehen bereit.
Die Russen wollen zunächst die schwächsten Einheiten ihres Gegners überrennen, um dann die Truppen einzukesseln, die Stalingrad belagern. Um 5 Uhr morgens beginnt die Rote Armee mit dem Feuer aus den Stalinorgeln, um die feindlichen Linien auszulöschen. Der italienische Soldat Eugenio Corti beschreibt die Szene so: Die Raketen fielen wie Hagel vom Himmel. Der Boden bebte wie bei einem Erdbeben. General Schukows gewaltige Armee hat mit der Offensive begonnen. Die Ungarn haben nicht genug Munition. Die Rumänen haben keine Waffen, die sie gegen russische Panzer hätten einsetzen können. Und die Italiener werden regelrecht abgeschlachtet. Zwei russische Armeen, eine aus dem Norden und eine aus dem Süden kommend, treffen jetzt zusammen. Sowjetische Kameraleute halten diesen Moment fest. Die Deutschen müssen hilflos mit ansehen, wie sich der Kreis der russischen Truppen langsam um sie schließt. Bald wird General Paulus 6. Armee in Stalingrad gefangen sein. Hitler ist gerade auf seinem Berchtesgadener Berghof in den Bayerischen Alpen, als er von der sowjetischen Offensive erfährt. Seine erste Reaktion gegenüber seinen Vertrauten lautet: Wir müssen diese Nachricht vor dem deutschen Volk geheim halten. Hitler eilt in sein Hauptquartier nach Ostpreußen. Dort erteilt er den Befehl, dass die 6. Armee in Stalingrad ausharren muss, sonst sei Stalingrad für immer verloren. Paulus könnte der Einkesselung zu diesem Zeitpunkt noch entgehen, doch dafür müsste er sich Befehlen widersetzen. Hitler schickt ihm eine Nachricht aus der Wolfsschanze mit den Worten: Haltet die Stellung, eine Armee wird kommen, um euch zu retten. Doch keine deutsche Armee ist dazu in der Lage. Und auch die Luftwaffe schafft es nicht, die Eingekesselten über Flugzeuge mit genügend Vorräten zu versorgen, wie es Hermann Göring als Oberbefehlshaber der Luftwaffe versprochen hatte. An Weihnachten werden die Rationen der Deutschen auf 50 Gramm Brot und 12 Gramm Fett reduziert. Über das Radio lassen die Russen die Soldaten in deutscher Sprache immer wieder wissen: Alle 7 Sekunden stirbt ein deutscher Soldat in Russland. Stalingrad ist ein Massengrab. Auch Mussolini hat eine Armee in Stalingrad verloren und sucht nun nach einem Weg, den Krieg zu beenden. Zu Hitler sagt er, er sei überzeugt, dass Russland niemals zerstört werden kann. Ein Reich, das so groß ist, kann einfach nicht erobert werden. Der italienische Diktator nimmt Hitler zur Seite und fügt hinzu: Das russische Kapitel ist abgeschlossen. Wir sollten Frieden schließen mit Stalin. Was wird Hitler nun tun? Verhandlungen mit Stalin wären ein Eingeständnis, dass der Russlandfeldzug ein riesiger Misserfolg war. Dennoch beginnen geheime Gespräche. Schweden und der Vatikan treten als Vermittler auf. Doch es wird nie so weit kommen, dass Deutschland und Russland Frieden schließen. US-Präsident Roosevelt ist in Casablanca eingetroffen, um an seiner ersten großen Konferenz im Ausland teilzunehmen. Er und Churchill wollen die heikle Frage nach der politischen Einflussnahme in Nordafrika klären. Roosevelt möchte den Franzosen Charles de Gaulle dabei außen vor lassen. De Gaulle nimmt für sich seit 1940 in Anspruch, die französische Widerstandsbewegung anzuführen. Zu seiner Frau soll Roosevelt gesagt haben:
General de Gaulle ist ein Soldat und sicherlich ein seinem Lande ergebener Patriot. Aber er ist auch ein Politiker und Sektierer und hat, glaube ich, alle Attribute eines Diktators. Roosevelt zieht es daher vor, einen anderen französischen Staatsmann nach Casablanca einzuladen, General Giraud. 1940 geriet er in deutsche Gefangenschaft. Erst kürzlich gelang ihm die Flucht. Giraud macht eine gute Figur und ist politisch nicht vorbelastet. Churchill unterstützt dagegen weiterhin Charles de Gaulle, den er ebenfalls einlädt. Denn er möchte die rivalisierenden Generäle miteinander verbünden, was alles andere als einfach ist. Roosevelt und Churchill sind sich zwar einig, dass de Gaulle und Giraud an einem Strang ziehen müssen, um Frankreich zu retten, aber es ist offensichtlich, dass Roosevelt besser mit Giraud zurechtkommt als mit de Gaulle. Bei der abschließenden Pressekonferenz stellen Roosevelt und Churchill schließlich eine Forderung von großer Bedeutung. Der Krieg kann erst dann beendet werden, wenn eine bedingungslose Kapitulation von Deutschland, Italien und Japan erfolgt. Diese Forderung wird zum neuen Credo der Alliierten. Verhandlungen wird es nicht mehr geben. Entweder Kapitulation oder die Alliierten werden die Achsenmächte bis zum bitteren Ende bekämpfen. Der Preis dafür ist hoch, denn er kostet unzählige Menschenleben. Kritiker behaupten, dass diese radikale Forderung eigentlich die Russen beruhigen sollte, nun aber das deutsche Volk noch stärker an den Führer bindet. Stalin jedenfalls ist zufrieden. Er hat befürchtet, dass Hitler einen Sonderfrieden mit den Alliierten aushandeln würde, um anschließend seine geballten Streitkräfte gegen Russland einzusetzen. Nun startet Stalin seine Offensive, um den Feind auszulöschen, der sich in den Ruinen von Stalingrad verschanzt hat. Der sowjetische Hauptmann Josef Broutow schreibt seiner Frau: "Ich fühle mich nun besser. Wir haben diese Schlangen überwältigt. Wir fangen viele von ihnen. Sie beginnen für das vergossene Blut, die vergossenen Tränen unseres Volkes zu bezahlen. Ich werde bald zu Hause sein. Ich schicke dir 500 Rubel, Josef." Die Russen stoßen schon bald ins Zentrum von Stalingrad vor. Hinter der roten Flagge befindet sich das Uniferma-Kaufhaus. Dort hat sich der Befehlshaber der 6. Deutschen Armee, General Friedrich Paulus, verschanzt. Seine Männer ergeben sich, ebenso General Paulus. Einen Tag zuvor hatte Hitler ihn zum Feldmarschall befördert, um ihn dazu zu bewegen, der Ehre halber Selbstmord zu begehen. Aber Paulus ist durch die Ruhr geschwächt und steht kurz vor dem Zusammenbruch. Er ignoriert die immer absurder werdenden Befehle des Führers und lässt sich kampflos gefangen nehmen. Für die Russen ist der Generalfeldmarschall ein wertvoller Gefangener. Denn er ist der Mann, der die Operation Barbarossa entwickelt hat, den Plan für die Invasion der Sowjetunion. Die russischen Beamten können es kaum glauben. Sie lassen sich von Paulus den Militärausweis zeigen, um seine Identität zu überprüfen. Paulus ist bereit, mit den Russen zu kooperieren und wird später bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gegen seine ehemaligen Befehlshaber aussagen. Zum Beispiel gegen Keitel, den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Nach der Entlassung aus russischer Gefangenschaft lebt Paulus bis zu seinem Tod in der DDR. Der Russlandfeldzug und die dramatischen Folgen der deutschen Niederlage bei Stalingrad. Nach einer kurzen Pause erfahren Sie mehr. Nach der deutschen Niederlage bei Stalingrad im Zweiten Weltkrieg keimt in den von Deutschland besetzten Ländern neue Hoffnung. Die deutsche Propaganda hingegen zeigt keine Bilder dieser Schmach und Hitler verbietet dafür das Wort Niederlage zu verwenden.
Stattdessen will er verbreiten, dass der Versorgungsnachschub gescheitert sei und die Armee nur deshalb geschlagen wurde. Damit will er die deutschen Soldaten als Opfer glorifizieren. Die Nazis benutzen die Niederlage, um das deutsche Volk erneut auf sich einzuschwören. Propagandaminister Joseph Goebbels will damit die letzten Ressourcen und Energien der Nation für den Krieg mobilisieren. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können? Unter den Zuschauern ist auch Albert Speer. Als Rüstungsminister wird er dafür sorgen, dass die Waffen für den totalen Krieg produziert werden. Hitler nennt ihn seinen einzigen Freund. Der 38-jährige Architekt hat die größenwahnsinnigen Bauten des Dritten Reiches entworfen, bevor er von Hitler zum Minister berufen wurde. Speer gibt der deutschen Kriegsindustrie neuen Antrieb. Er ist ein Organisationstalent und vor allem ist er ein überzeugter Nazi. Er trägt die Verantwortung dafür, dass 4 Millionen sowjetische Zivilisten zur Zwangsarbeit in die Rüstungsfabriken getrieben werden. Viele von ihnen sterben schon bald an Erschöpfung. Aber nicht nur Russland und Polen, auch das besetzte Frankreich liefert den Nazis Arbeitskräfte. Unter dem Vichy-Regime werden 600.000 Franzosen zur Zwangsarbeit für Deutschland abkommandiert. Diejenigen, die sich diesem Dienst entziehen wollen, flüchten in die Wälder und schließen sich der Résistance an. Die Hymne dieser Widerstandskämpfer ist das Partisanenlied von Maurice Drouin, Joseph Kessel und Anna Marly, gesungen von Germain Sablon. Amis, entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Widerstandsgruppen im Untergrund entstehen in allen besetzten Ländern. In Jugoslawien, in Griechenland, in Norwegen. In Russland. Und in Polen. Hinter den Mauern des Warschauer Ghettos werden die deutschen Soldaten mit einem jüdischen Aufstand konfrontiert. Vor dem Krieg war der Stadtteil, in dem das Warschauer Ghetto nun liegt, lebendig und weltoffen. Diese seltenen Farbaufnahmen stammen von einem amerikanischen Touristen. Damals galt dort das Motto: Jeder möge sich an uns mit einem Lächeln erinnern. Die gleichen Menschen im Jahr 1940. Die Nazis haben aus dem Stadtteil ein überfülltes Ghetto gemacht,
das einem Gefängnis gleicht. Diese Frau weint vor Kummer, während sie ihr totes Kind durch die Straßen der Stadt trägt. Das Ghetto 1941. Das Ghetto 1942. Und das Ghetto 1943. Die Nazis lassen die Bewohner mit voller Absicht verhungern, um ihre Kräfte zu schwächen und einen möglichen Aufstand im Keim zu ersticken. Trotzdem gelingt es den Juden, sich Waffen zu verschaffen. Sie wehren sich bis in den Tod. Die Überlebenden werden ins Vernichtungslager Treblinka gebracht und dort hingerichtet. Das Ghetto wird dem Erdboden gleichgemacht. Zur gleichen Zeit verzeichnen die Alliierten einen weiteren Erfolg. Sie erreichen Tunis. Hinter diesen Toren hatten die Deutschen während ihrer kurzen Besatzungszeit bereits damit begonnen, die in Tunesien lebenden Juden zu verfolgen. Die Alliierten veranlassen umgehend, dass die gelben Sterne entfernt werden. Als die italienischen Gefangenen abtransportiert werden, werden sie von der umstehenden Menschenmenge wüst beschimpft. Rommel hält sich noch wenige Tage in Tunesien auf und wird hier von einem seiner Offiziere gefilmt, bevor er eines der letzten Flugzeuge nach Deutschland besteigt. Rommel schreibt dazu: Mir wurde befohlen, Genesungsurlaub zu nehmen und wieder in Form zu kommen. All meine Bemühungen, meine Männer zu retten und sie zurück auf den Kontinent zu bringen, waren fruchtlos. Ich habe Befehl vom Führerhauptquartier bekommen, meinen Rückruf nach Deutschland streng geheim zu halten. Meine militärische Reputation soll immer noch der Abschreckung dienen. Rommels Afrikakorps wurde gefangen genommen und marschiert nun zu den amerikanischen Schiffen, um auf die andere Seite des Atlantiks gebracht zu werden. Im Laufe des Krieges werden 380.000 deutsche Gefangene nach Kanada und in die USA gebracht. Von dort ist eine Flucht unmöglich. Für die Gefangenen beginnt mit dem Einstieg in die Militärtransporter eine Odyssee. Viele von ihnen fühlen sich zunächst erleichtert. Für sie ist der Krieg vorbei und sie sind wohlauf. Die Vergangenheit können sie jedoch nicht ablegen. Die Gehirnwäsche der Nazis hat ganze Arbeit geleistet. Ihr Gedankengut scheint unausrottbar zu sein. So zeigen die Männer, die in Kanada von Bord der Schiffe gehen, den Hitlergruß, selbst wenn ihnen nur noch ein Arm geblieben ist. Einige Gefangene werden nach Virginia und Texas in Lager geschickt. Sie arbeiten auf Baumwoll- und Tabakplantagen als Ersatz für die schwarzen Farmarbeiter, die von der US-Armee eingezogen wurden. In den Baracken leben die Soldaten immer noch unter dem Einfluss des Naziterrors. Jeder Häftling muss beweisen, dass er nicht aus Feigheit gefangen genommen wurde. Ansonsten verurteilt ihn ein Geheimgericht zum Tode. Die Hinrichtungen finden nachts im Lager statt. Die Nachricht von den Hinrichtungen soll sich unter den deutschen Soldaten verbreiten, die noch an den Fronten kämpfen und leiden. Sie sollen glauben, dass sie nichts zu gewinnen haben, wenn sie kapitulieren und sich den Alliierten stellen. An der Ostfront ist die deutsche Wehrmacht seit der Niederlage von Stalingrad nicht mehr dieselbe. Gerüchte über den Führer verbreiten sich unter den Soldaten. Anscheinend hat er den Verstand verloren.
Er wird heimlich in Berchtesgaden gefangen gehalten. Wir bekommen nur sein Double zu Gesicht. Aber Hitler hat keinen Doppelgänger. Hier wird er in Berchtesgaden von seiner Geliebten Eva Braun gefilmt. Die Niederlage seiner Armeen in Stalingrad und El Alamein hat jedoch auch bei ihm Spuren hinterlassen. Sein Bart ist grau geworden. Die Generäle, die direkten Zugang zum Führer haben, sind von seinem Zustand entsetzt. Die Haut ist schlaff, der Blick leer, die Augen rot vor Schlaflosigkeit. Hitlers Leibarzt Dr. Morell hat daher Augentropfen für ihn gemischt. Sie enthalten unter anderem Kokain. Dr. Morell hier am 20. April zusammen mit Sekretärinnen und engen Freunden. Sie sind zusammengekommen, um dem Führer zum 54. Geburtstag zu gratulieren. Morells ärztlicher Kunst ist es zu verdanken, dass der Diktator bei solchen Anlässen noch vorzeigbar ist. Hitler hat allerdings Mühe, seinen linken Arm zu kontrollieren. Dieser zittert. Ein erstes Anzeichen für Hitlers Parkinson-Erkrankung. Daher beginnt nun der Reichsführer SS Heinrich Himmler, seine persönlichen Optionen zu sondieren. Wie das Dritte Reich unaufhaltsam weiter in den Untergang marschiert, erfahren Sie gleich. Heinrich Himmler hat bis 1944 die Waffen-SS als eigenständige Armee neben der Wehrmacht aufgebaut. In Zukunft sollen diese Elitetruppen unter Himmlers Befehl die Wehrmacht ersetzen. Denn diese gilt nicht mehr als ausreichend loyal. Himmler rekrutiert seine Männer auch in den besetzten Ländern, so wie hier eine Einheit der bosnischen SS, die bei dem Besuch eines arabischen Großmufti Aufstellung nimmt. Der Araber erklärt, Juden sind der gemeinsame Feind des Islam und von Nazi-Deutschland. Hitler stimmt ihm zu und sagt, dass auch die Zeit für die Befreiung des arabischen Volkes gekommen sei. In den besetzten russischen Gebieten rekrutiert die SS zwei Einheiten von Kosaken, die bereits zu Zeiten der Zaren für ihre blutigen antisemitischen Pogrome bekannt waren. Aus ihnen entsteht das berüchtigte 15. SS-Kavalleriekorps. Die Wehrmacht ihrerseits zwangsverpflichtet 1 Million sowjetischer Gefangener. Sie haben die Wahl zu verhungern oder an deutscher Seite zu kämpfen. Unter ihnen ist der ehemalige Sowjetgeneral Andrei Vlasov, ein Held der Schlacht um Leningrad. Er wurde gefangen genommen und hat dann die Seiten gewechselt. Er wird die sogenannte russische Befreiungsarmee unter der Flagge der Wehrmacht anführen. Die Deutschen statten ihre fremden Legionäre gut aus. Die Soldaten haben unter anderem den neu entwickelten Tigerpanzer zur Verfügung. Dessen 88mm Kanone ist die effektivste Waffe in der Panzerschlacht. Durch sie ist der Tiger so vernichtend wie 10 alliierte Panzer. Infolgedessen schöpft Hitler in der Wolfsschanze wieder Hoffnung. Er ist davon besessen, die Rote Armee doch noch zu bezwingen. Er möchte angreifen, diesmal in Kursk. Die Russen sind inzwischen an die deutsche Frontlinie vorgerückt. Dadurch bietet sich den Deutschen nun die Möglichkeit, die russischen Einheiten einzukesseln. Die Operation Zitadelle wird ins Leben gerufen. Der größte bewaffnete Konflikt aller Zeiten und die erste industrialisierte Schlacht der Menschheit. 2700 deutsche Panzer treffen auf 3600 sowjetische. Doch die technische Überlegenheit des Tigers ist enorm. Hitler ist also zuversichtlich.
Seine 600.000 Mann starke Armee wird von dem Mann befehligt, der bereits gegen Frankreich siegreich war. Generalfeldmarschall von Manstein. Die Offensive, die von den Tigerpanzern angeführt wird, durchbricht die sowjetische Frontlinie, stößt aber auf eine vernichtende Panzerabwehr und eine dichte Konzentration an russischen Panzern. Die Truppen der Wehrmacht werden wieder zurückgeworfen. Sie haben den Eindruck, dass der Feind genau weiß, wo sie als nächstes angreifen werden. Jedes Mal sind die russischen T-34-Panzer schon da und lauern ihnen auf. In der Tat ist es den Briten gelungen, sich die deutsche Nachrichtenverschlüsselungsmaschine Enigma zu verschaffen. Sie sind nun in der Lage, alle geheimen Befehle zu entschlüsseln. Churchill weigert sich zwar, diese Informationen an die Russen weiterzugeben, weil er fürchtet, dass die Deutschen Verdacht schöpfen. Dem russischen Geheimdienst in Großbritannien gelingt es aber dennoch, die dekodierten Pläne der Deutschen an Moskau zu übermitteln. Dieser Krieg ist auch ein Krieg der Spione. Die Schlacht bei Kursk ist für die Deutschen verheerend. Die Wehrmacht verliert 50.000 Männer bei den Kämpfen. Von Manstein verlangt nach Verstärkung, um die Offensive fortsetzen zu können. Er wartet auf Hitler. Und hofft. Weil die Deutschen zwar herbe Verluste erlitten haben, die Verluste auf russischer Seite aber noch größer sind. Hitler reagiert zögerlich und antwortet mit ein paar Belanglosigkeiten. Von Manstein ist irritiert, weil Hitler plötzlich so zurückhaltend ist. Dieser Eindruck bestätigt sich, als von Manstein dem Diktator die Zahlen seiner Verluste bei Kursk vorlegt. Seit Beginn des Krieges wurden bereits 2 Millionen deutsche Soldaten getötet, verwundet oder sind vermisst. Die Waffen-SS wird diese Lücke niemals füllen können. Die Situation ist ganz anders als bei den Siegen der Blitzkriegsoffensiven im Westen. Kursk ist der wahre Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg, weil Hitler nun in die Defensive getrieben wird. Hitler zeigt Anzeichen von Paranoia und besteht darauf, dass Stenografen anwesend sind, um alles für die Nachwelt festzuhalten, was in diesem entscheidenden Moment gesagt wird. Von Manstein glaubt nicht, dass alles verloren ist, doch Hitler widerspricht. Von Manstein beschwört den Führer, die Offensive fortzusetzen. Aber Hitler lehnt ab. Die Schlacht bei Kursk ist vorbei. Hitlers Priorität liegt nun darauf, Verstärkungen nach Sizilien zu schicken, wo die Alliierten gerade gelandet sind. Die Schlinge zieht sich zu. Hitler will versuchen, die heranrückenden Alliierten aufzuhalten. Doch er kann den Sturz seines Verbündeten Mussolini nicht verhindern. Italien gibt auf und wechselt die Seiten. Die neue italienische Regierung inhaftiert den ehemaligen Diktator Mussolini in einer Bergfestung. Hitler schickt ein Fallschirmjägerkommando, das ihn befreit. Er möchte Mussolini wieder an der Macht sehen. Daher schickt der Führer seinen Verbündeten zurück nach Italien, damit er sein faschistisches Regime mit der Hilfe der deutschen Armee wieder installiert. Hitlers Truppen marschieren in Italien ein und kämpfen nun gegen die Soldaten, mit denen sie einst verbündet waren. Die Deutschen nehmen Rom ein und beginnen sofort mit der Jagd auf Juden. Hitlers größte Sorge ist eine weitere Landung der Alliierten in Italien und vor allem in Frankreich.
Aus dieser Sorge heraus entsteht die Idee einer Festung Europa, die hinter dem Atlantikwall beginnt. Dieser Wall ist ein gigantisches System aus Befestigungsanlagen, die sich von Norwegen bis zur spanischen Grenze erstrecken. Generalfeldmarschall Erwin Rommel ist für die Verteidigung der Festung Europa verantwortlich. Er sagt, es ist unerlässlich, dass wir die Briten und Amerikaner von den Stränden zurückdrängen. Die ersten 24 Stunden der Invasion werden die entscheidenden sein. Das wird der längste Tag. Tatsächlich sind die Tage der Nazis längst gezählt. Die deutschen Nachrichtenbilder zeigen derweilen Erwin Rommel, wie er von Magda Goebbels, der Frau des Propagandaministers, zum Tee eingeladen wird. Die Nazi-Ideologie glaubt weiterhin an den Endsieg und wischt jeden Zweifel beiseite. Magda Goebbels betet Hitler an wie einen Gott, obwohl er Deutschland immer tiefer ins Verderben reißt. Ihm zu Ehren hat Magda ihren 6 Kindern Namen gegeben, die alle mit H beginnen. Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig und Heidrun. Es wird noch 2 Jahre dauern, bis Hitlers Terrorherrschaft endlich beendet ist und in Europa wieder Frieden einkehrt. Wenn es soweit ist, wird Magda Goebbels alle ihre 6 Kinder vergiften und sich anschließend selbst das Leben nehmen.